Solche Dinger werden jetzt in Masse produziert. So geht's los. Zu den Ferritringen. Petty ist schon fleißig am Abwickeln. Das ist für die NPN-Version. Die Anordnung für die Dioden. Na, nehmt ihr schöne dicke, die so 2-3 Ampere mindestens können. Und dann wird der Ferritring bewickelt. Na, ich nehme immer so aus Bauchgefühl her 13 Windungen. Geht auch mit 9 oder 10 oder 15 oder 20. Je nachdem. Und dann die zwei zusammentüdeln, dass es dann so aussieht. Das sind Entwickler im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und wenn man keinen Ampermeter zur Verfügung hat und aber auch richtig volle Pulle den RMF laufen lassen will, also nicht über die zwei LEDs mit dem LED-Schaltplan, dann kann man sich sowas hier basteln. Da gibt es so kleine Drosselspulen. Ja, da ist schon fertiger Draht draufgewickelt, ganz dünn. Und da rundherum machen wir einfach mit dem Drahtdurchmesser, was wir auf unseren Ferrit draufgewickelt haben, mit dem dicken Draht, so 2-3 Windungen. Das reicht. Und dann wird hier unten auf den Draht, der schon drauf ist, einfach die LED angeschlossen. Ja, und wenn dann hier Strom durchmacht, pulsierender Strom, dann leuchtet die LED und man sieht sofort, ob da Strom fließt oder nicht. Das wieder nicht, ne? Das ist ein Bedini, der unter Wasser oszilliert. Das ist krass, was das Bild hier macht auf der Kamera. Ja, das ist lustig, oder? Also unter Wasser? Unter Wasser? 0,6 Watt jetzt jedenfalls, ne? Zwischen 90 und 40 Milliampere und ist eine 36 Watt. Nee, Quatsch, 36 Volt. 100 Watt. Naja, ich kann schon gar nicht mal quatschen. Als Quelle hier 16 Volt. Und, naja, wie immer halt, ne? Wir haben es immer halt so ganz abgelegt, die Bedini-Schaltung. Okay. So. Ja, unten so ein bisschen den Daumen halten. Wunderbar. Dann läuft's. Warte mal, bin ich hübsch. Ja. Freilich. Wunderbar. Freilich, bist du hübsch. Guten Morgen alle miteinander. Heute machen wir uns mal über das Thema Walkman und wie man elektromagnetische Wellen hörbar machen kann. Zuerst hat Kreosan, glaube ich, heißt ein Video hochgeladen darüber. Dann hat Kelvin zu Silvester mir seinen umgebauten Walkman mitgebracht. Und jetzt ist es endlich soweit, dass wir uns einen Walkman organisieren konnten, wo wir das auch mal probieren können. Ja, im Grunde kommt es nur darauf an, das Teil auseinander zu basteln und hier diesen Tastkopf, der da eingebaut ist, der ist dann meistens hier drin und an der Stelle, die ihr runterdrücken müsst, dass das Ding angeht, den rausbauen. Das schwarze Kabel hinten dran müsste die Abschirmung sein normalerweise. Und bei uns ist es so, dass die zwei roten Kabel jetzt die Antenne ist. Das findet ihr dann so raus, indem ihr euch einfach einen kleinen Lautsprecher ranschließt über einen Klinkenstecker, die Batterie reinsteckt, natürlich, das Ding anschaltet und dann auf volle Lautstärke auftritt. Und dann, wenn ihr mit dem Finger hier auf die Dinger drauf tippst, dann müsste sich dann extrem was im Lautsprecher ändern. Jawohl. Ja, Batterie ist drin. Ich habe jetzt schon das Ding runtergedrückt. Ja, normalerweise, oh, jetzt ist es raus. Also hier einschalten, dann unten den Schalter zusammendrücken. Dann ist er an. Und dann, wenn er hier vorne an das Kabel rangeht, an das rote, da merkt er schon, dass sich da übelst was im Lautsprecher ändert. Und um richtig sicher zu gehen, könnt ihr euch einen kleinen Trafo in der Nähe hinstellen. Ich habe jetzt bei mir hier, ich mache mal aus, ich habe bei mir hier meinen Lötkolben genommen und wenn man den dann reinsteckt, da hört er dann die 50 Hertz. So, und so geht's los.
wir sind jetzt praktisch jetzt noch dabei, das rote Kabel hier rauszuführen, uns eine Antenne ranzumachen, die einmal wie so ein Kreis ist und einmal eine Stabantenne. Da kann man dann, muss ich Kelvin nochmal fragen, ne, da hat Kelvin dann richtig Ahnung, dann verschiedene Frequenzbänder eben rausfinden und ja, hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Also danke nochmal an Kreosan und an Kelvin. Wir machen mal weiter. So, jetzt zum Abschluss mal noch was Fundamentales, kann man das so sagen. Bei Lithium-Akkus war bei mir bis jetzt ja immer Schluss gewesen mit EMF-Charger. Jetzt habe ich es mir mal getraut. Ich habe vor kurzem das Handy hier im Rückgabebehälter von so einem Altbatterien gefunden. Und der Akku, der hier hinten drin ist, 900 mAh Lithium-Ionen-Akku, der hatte 0 Volt, 0,00 Volt. Also eigentlich von der Chemie her ein Glück, ich verstehe von Chemie nichts, ne? Sonst hätte ich mir das wahrscheinlich nie getraut, ist da eigentlich nichts mehr zu machen. Und dann habe ich den mit so einem Teil hier, also das ist ein 4,5 Volt Netzteil mit 200 mA, bringt das nur raus, Re-EMF-Charger ran, wie gehabt, ne, wie man es so kennt, ganz normal, mit einer LED diesmal, statt mit zwei LEDs, also die LED-Version von dem Schaltplan, und habe den einen Tag dran gelassen. So. Dann habe ich den vergessen und nach anderthalb Tagen habe ich rangeguckt und habe gedacht, ach du Scheiße, war das Ding bei 6,41 Volt. Ladegerät abgeklemmt, sofort auf 4,2 Volt runtergefallen und da stehen geblieben. Dann habe ich gedacht, gar nicht mal so schlecht. So, dann habe ich mich informiert, was normal in der Bedienungsanleitung für eine Standby-Zeit steht, also wenn man es angeschalten hat, wie lange es läuft. Und da stand drin, bis zu 260 Stunden Standby. Am 8. Mai habe ich das gestartet sozusagen, 19 Uhr. Und am 18. Mai, 18 Uhr, hat er sich dann von selbst ausgeschalten. Ich habe mir die Bestätigung geholt, dass das funktioniert. Ohne dass das Ding warm geworden ist, ohne dass das Ding explodiert ist, hat wahrscheinlich den Hintergrund, weil ich habe ja hier nur ein 4,5 Volt Netzteil und durch die Wicklung hier drin habe ich ja so eine Art kleinen Vorwiderstand, also werden wahrscheinlich nur 4,2 Volt dann sowieso nur auf den Akku drauf gehen und alles was drüber gegangen ist sozusagen waren die Back-EMF-Pulse. Und hier bei dem hat es wunderbar funktioniert. Bin gespannt, wie es bei euch ausschaut. Seid vorsichtig, wie gesagt, Lithium-Akkus gasdicht verschlossen und wenn es die aufbläht, dann spätestens dann aufhören. Und damit ihr das auch selbst ausprobieren könnt, haben wir hier einmal welche, die demnächst rausgehauen werden. Die Re-EMF-Wochen beginnen, wie gesagt. Massenproduktion ist angelaufen, aber die meisten von euch wollen sich das Ding ja bestimmt selber basteln. So, da habe ich euch hier mal meinen Schaltplan dazu aufgemalt, wie ich die Dinger baue. Ich nehme mir praktisch einen Ferritring, ne, so nicht gerade die größte, so schöne kleine. Und dann ist das hier ja, der Grundschaltplan. Das habe ich im Original kombiniert, ne, praktisch den ersten Schaltplan vom René und den zweiten mit den LEDs kombiniert. Hier oben, das soll einen Schalter darstellen, so kann ich dann mit dem Schalter zwischen halber Leistung und voller Leistung hin und her schalten. Es wird dann interessant, wenn ich praktisch nur eine Batterie laden möchte oder zwei in Reihe, also bis zu zwei Batterien, 1,2 Volt in Reihe, können damit richtig vollgepumpt werden. Drei Batterien in Reihe, 1,2 Volt, das dauert dann etwas lang, aber auch die werden so halb, dreiviertel voll. Aber dafür sind sie eigentlich nicht gedacht, sondern nur für zwei Nickel-Metall-Hydrid- oder Nickel-Cadmium-Zellen in Reihe oder eben eine Nickel-Cadmium-Zelle in Reihe, je nachdem, wie viel Strom ihr da reinjagen wollt und ja, was ihr hier für eine Schalterstellung habt. So, dann dicker und dünner Draht vom Joule-Tief ist klar, ne, wie die bewickelt werden. Das müsste ja mittlerweile bekannt sein. Den Transistor, ich habe euch jetzt hier die NPN-Version aufgemalt, auf alle Fälle auf den Kühlkörper drauf machen. Und
am Eingang hier, wo praktisch die Spannungsquelle kommt, habe ich immer noch einen Kondi drüber gehauen. Hier bei einem, ne, wenn wir nur bis 6 Volt Netzteile haben, dürfte ein 6,3 Volt Kondi ausreichen. Bei stabilisierten Netzteilen, wenn ihr so ein 6 Volt Netzteil habt, was mit Trafo ist, ne, praktisch die Dinger hier, diese älteren Teile, funktionieren auch ganz gut, aber da ist die Leerlaufspannung höher als 6,3 Volt. Ja, wenn ihr aber nur ein 5 Volt Netzteil von so einem Trafo Netzteil erwischen soll, dann könnt ihr ruhig so ein 6,3 Volt Kondi nehmen, das geht ganz gut. So, dann ist dann hier im Output, ne, die Ampere-Anzeige, habe ich mir mal so überlegt. Das sind im Grunde nichts anderes als solche, ich glaube als Drosselspulen sind die verkauft worden, irgendwann mal. Könnt ihr euch auch selber eine wickeln, ne, einfach irgendwie, na gut, kleine Ferritringe braucht er, Ferritkerne halt braucht er halt. Ne. Aber vielleicht findet ihr das irgendwo drin, ich glaube in Netzteilen, so ein Original. Gehäusen müsste sowas auch verbaut sein. Im Grunde geht es einfach nur darum, dass in der Mitte ziemlich dünner Draht drauf ist, mit so ein paar, weiß nicht, keine Ahnung wie viele da drauf gemacht haben, 20, 30 Windungen vielleicht, oder lass es 100 Windungen sein. Und die habe ich mir genommen und habe dann rundherum, ne, wie ihr es hier seht, einfach einen Draht gewickelt, so mit 3-4 Windungen. Normales Trafo-Prinzip, und wenn dann hier, ne, gepulster Strom durchgeht, ich muss immer aufpassen mit Strom und Spannung, da gibt es welche, die finden das ziemlich lustig bei mir. Dann fängt die LED mit Blinken an. Ja, jetzt habe ich hier natürlich gar keine LED dran. Fertig sieht es dann so hier aus. Ja, da ist dann hier praktisch eine LED an die dünne Wicklung vorne und hinten rangekommen, und in der Mitte gehen wir einfach mit unserem Strom durch. Ja, mit dem Hintergrund, weil ich nämlich mitbekommen habe, dass durch solche Anzeigen und durch Ampermeter, da geht ganz schön Back-EMF flöten, wollen wir mal so sagen. Es geht trotzdem, ne, aber bei weitem nicht so schön, wenn solche Anzeigen eben nicht nonstop mit drin sind. Ist bei mir jedenfalls so. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das sind meine Beobachtungen. Ja. Ja, das seht ihr dann praktisch, wenn hier Strom durchfließt, leuchtet die LED. Und wenn kein Strom durchfließt, wenn die Batterie praktisch, ne, voll ist und da nur noch so viel fließt, dann müsste die etwas weniger leuchten. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Kondi-Größen. Ne, je nach Netzteil, was ihr da habt, von der Stärke her, ihr könnt ja 500 mA Netzteil erwischt haben oder ein 2 Ampere Netzteil, müsst ihr natürlich auch die Bauteile anpassen. Ne, da ist in allererster Linie der Kondi zu beachten. Das habe ich jetzt mal, das mache ich bei mir jetzt so. Ich meine, geht bestimmt, also auf dem Kondi, ja, auf dem Kondi kommt es nicht ganz so an, aber so sind meine Erfahrungen, dass das ganz gut funktioniert. Das heißt, wenn ihr ein Netzteil habt, was bis 500 mA geht, nehmt dann 220 Mikrofarad, 6,3 Volt Kondi und einen Transistor, der mindestens 1 Ampere schafft, ne, und 100 Volt ungefähr durch den Back-EMF. So, vom Draht her, 0,3er und 0,2er Draht nehme ich da für 500 mA, und die Dioden sollten natürlich auch mindestens 1 Ampere abkönnen. Ne? Hier, da dürften normale 4007er ausreichen, die dann hier dann schon nicht mehr ausreichen bei den 1500 mA Netzteil. Da haben wir dann 470 Mikrofarad Kondi, 0,5er und 0,3er Draht nehme ich zum Bewickeln, Dioden mit 1,5 Ampere und der Vorwiderstand, der hier jetzt verbaut worden ist. Im Originalschaltplan ist der mit 330 Ohm angegeben. Hier nehmen wir ein bisschen weniger Ohm, weil wir ein bisschen weniger Spannung haben. Und mit 50 Ohm bin ich da bisher ganz gut gefahren. Aber ne, hier könnt ihr dann ganz normalen, ne, wie es den überall zu kaufen gibt, Viertel Watt oder ein halbes Watt oder was die haben. Aber hier müsst ihr dann schon etwas aufrüsten. Ne? So, sieht dann hier unten genauso aus, dann braucht ihr 1000 Mikrofarad Kondi, ein Transistor, der um die 4 Ampere schafft, ne? 0,7 und 0,5er Draht zum Bewickeln, Dioden mit 2 Ampere und der Vorwiderstand sollte auch so 1-2 Watt mindestens betragen. Bei dieser Version braucht ihr nur einen Kühlkörper, und bei den beiden Versionen hier, da müsste extra noch, habe ich hier vergessen hinzuzeichnen, einen Lüfter mit anklemmen. Der Lüfter, wenn er einen 12 Volt Lüfter erwischt, könnt ihr den 12 Volt Lüfter direkt mit hier auf den Kondi draufklemmen, ne, Plus und Minus.
Der läuft dann schön langsam, schön moderat, ne, also nicht volle Geschwindigkeit und reicht aus. Ne, wenn ihr da einen 5 Volt Lüfter drauf macht, habe ich dann immer hier noch einen 200 Ohm Vorwiderstand zum Lüfter gemacht. Da wird dann hier ein bisschen Leistung verbraten. Gut, müssen wir hinnehmen, aber bei dem halben Watt oder sowas, was der Lüfter zieht, ist das eh mal wurscht. Gut. Tja, jetzt könnt ihr euch solche Dinger selbst zusammenbasteln. Ne? Womit man dann, ne, wenn er so ein 4,5-5 Volt Netzteil erwischt, auch Handy-Akkus wieder hinbekommt. Jetzt wollen wir doch aber auch nochmal testen, ob jetzt unser umgebauter elektromagnetische Wellendetektor auch funktioniert. Ja, wir schalten mal an. Hören wir schon was? Ein bisschen hören wir schon was. So, mal gucken, was der REMF macht. Ah. Ja, das funktioniert. Okay, mal gucken, ob sich das auch noch ein bisschen ändert. Jawohl. Wunderbar. Das Ding funktioniert. Bei weitem noch nicht so schön wie ein Kelvin Science. Aber der Anfang ist erstmal gemacht, um zu hören, was sonst noch so für Wellen um uns rumwuseln. So, ganz zum Schluss nochmal zur Produktion, was wir jetzt gestartet haben. Der erste ist schon, da läuft die Auktion schon, Link findet ihr dann unten in der Beschreibung. Und die anderen, da werde ich dann jeden Tag die Beschreibung hochladen, wie er funktioniert. Und da wird dann auch die Auktion dann im Link bekannt gegeben. Ich habe mir das so vorgenommen, jeden Tag einen REMF-Charger rauszuhauen. Ne? Ja, ab jetzt wird zurückgebastelt. Um die Segelohrenbob-Fans, die sich nicht nur für Technik interessieren, nicht zu nerven, source ich das aus auf dem Sail-Ear-Bob-Kanal, praktisch der Kanal, den ich extra für Produkte habe. Ja, dass ihr Bescheid wisst, wo ihr es findet. Ansonsten, ich wünsche euch was und bis später.